Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum Lausi Livestream von Pokémon Blaue Edition. Wir waren schon ziemlich fleißig, muss ich sagen. Gemeinsam haben wir inzwischen schon ganze 4 Orden ergattert, haben 37 Pokémon. Ich habe jetzt abseits vom Livestream ganz kurz Megarados trainieren wollen, aber ich habe mir gedacht, ich mache das lieber wieder im Stream, live mit euch gemeinsam. Habe dann dabei ein Knofensa und ein Onix gefangen und habe mich dann wieder zurückbegeben nach Safronia City zu unserem Ausgangspunkt, wo wir heute starten werden. Hey Pipe Girl, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, zusammengefasst gesagt, diese 4 Orden haben wir schon. In Orden vom Rocco, in Orden von der Misty, in Orden von Major Bob und von der Erika. Das ist eben im Prinzip die Reihenfolge, wie wir es anscheinend machen soll. Keine Ahnung, wir sind in Safronia City, das wäre die Nummer 6, die Sabrina. Da wird anscheinend vorgeschlagen, man soll vorher in Orden Nummer 5 machen, in Koga, der hat Gift-Pokémon in Fuxania City. Nummer 6, wie gesagt, Sabrina, Nummer 7, dann der Pyro und die Nummer 8 ist noch immer so ein mysteriöses Fragezeichen. Wir haben uns damals auf die Reise gemacht mit unserem süßen Starter, den ihr in einer Umfrage, die 2 Wochen lang gegangen ist, bestimmt habt. Dabei ist rausgekommen, Abisasam wird unser Starter, mit dem haben wir uns ja schon angefreundet und der hat sich auch schon brav weiterentwickelt. Unser süßer Tintifax ist inzwischen ein ausgewachsener Bisaflor geworden, Level 36. Und das restliche Team zeige ich euch natürlich auch nochmal. Seit dem letzten Stream haben wir auch ein Garados, ist jetzt auf Level 22. Den Rüdiger, der ein Tauboga ist. Also wir warten hart auf, dass er Taubos wird. Die Gerti, unser Raichu, ja, da brauchen wir jetzt eigentlich keinen Blitz, gell? Aber wenigstens ist jetzt noch heller. Das mit den VMs ist lästig. Unser Nidoking, was wir auch seit der letzten Folge haben, dank der TM Hornbohrer, den wir gefunden haben, haben wir es schon vorher entwickeln können, bevor Nidorino Hornbohrer lernt. Und noch Vulnona, also unser Team, das steht, würde ich sagen. Die Pokémon, also die meisten davon haben wir seit der letzten Episode dann in dem Status, wie wir es bis jetzt haben. Und ich bin ja so ein Vollidiot. Ich glaube, ich brauche einen Orden dafür, der erst kommt, damit die VM Fliegen außerhalb vom Kampf einsetzen kann. Aber dem ist nicht so, ich habe das komplett vergessen. Ich kann schon längst fliegen. Also ich kann jetzt in der Städte, die ich schon besucht habe, einfach zurückfliegen. Ich habe dann noch einmal geschaut. Es geht schon, seit wir die VM Fliegen haben und den Orden von Major Bob. Also seit dem dritten Orden können wir eigentlich schon fliegen. Ja, ist aber egal. Hätte uns sowieso vorher noch nichts gebracht. Und ich gehe jetzt zurück nach Lavandia und von dort aus starten wir unsere Reise. Ich überspringe jetzt nämlich fürs erste Mal die Arenaleiterin, die Sabrina, und mache vorher in Versuch, dass ich Relaxo auf der Route fange. Hi Kate, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ist best, ja. Es ist so witzig. Ah, ist die klassische Cat-Begrüßung. Ich muss jetzt nur ganz schnell schauen. Pokéball 4, Superball 18, IK, vorsichtshalber noch ein paar Superbälle. Ich bin voll, dass dieses Relaxo arg wert, wovon ich mal ausgehe, weil ich habe allein fürs Onix, obwohl es keine Kraftpunkte mehr gehabt hat, vorher ungefähr 10 Bälle ausgeschmissen. Pipergirl und ich haben jetzt schon über WhatsApp ein paar Pokémon-Memes ausgetauscht und das, was sie da schreibt mit What is Venusaur doing is best, das ist eine Anspielung auf das. Auf eins für die lustigen Memes. Wo der Bisaflor einfach
keine Attacke einsetzt im Intro von Pokémon. Die Trainer haben wir alle schon erledigt, Surfer haben wir noch nicht. Den kriegen wir dann später erst und dann können wir den Büro auf der Zinnoberinsel auch besuchen. Und um den Weg fortzusetzen, wo wir dann die Route links um nach Orania City hätten, also im Prinzip schließt sich dann dort der Kreis, ich brauche jetzt die Karte auch nicht mehr, weil jetzt haben wir den Rüdiger mit dem Fliegen. Wie seht ihr, wir sind jetzt an dem Punkt da rechts mit dem Fahrrad und links geht es nach Orania City, auf geht es wieder zurück nach Lavandia und nach unten die Zickzack-Route, da geht es nach Fuxania City. Das ist dann der Ort, wo der Koga eben der Arenaleiter ist und die berühmte Safari-Zone angesiedelt ist. Und in der Safari-Zone, da findet man dann auch die VM-Surfer, damit wir dann in Pyro auf der Zinnoberinsel besuchen können und auch die Seeschauminseln, wo wir auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob alle oder nur an, ich glaube alle, vom legendären Vogeltrio. Ja. Ich könnte mich so abschießen, es gibt so geniale, ich habe jetzt noch ein paar coole Pokémon-Comics gesucht, aber jetzt bin ich da eigentlich eh für nix runtergefahren. Ja, weil ich habe die Pokéflöte nicht mit. War jetzt ganz intelligent. Aufgrund der extremen Limitierung von Items im Beutel, wo nur 20 Stück Platz haben, habe ich natürlich immer ganz viel Platz schaffen müssen und habe jetzt die Pokéflöte vergessen zum Abholen von unserem PC. So, da. Da werden wir die Pokéflöte suchen. Weil die haben wir ja vom Mr. Fuji gekriegt. Ja, da ist sie schon. Es gibt insgesamt 2 Relaxer zum Fangen in dem Spiel. Also mehr gibt's nicht. Das heißt, wenn wir eins verhaut haben, ist noch okay. Aber das zweite müssen wir dann spätestens kriegen. Also, wish me luck, sag ich nur. Das möchte ich unbedingt schaffen. Die Routen, die wir schon kennen, die tue ich ein bisschen schneller absolvieren, weil wir ja am Emulator spielen. Im Visual Boy Advance, genau genommen in der Version 2.1.4, was rein rechtlich natürlich erlaubt ist, sofern man das Originalspiel besetzt. Also keine Sorge, ich mache da nichts Illegales. ROMs sind grundsätzlich nicht illegal, wenn man das Spiel dazu hat. Also, gut, dann speichern wir das Ganze noch einmal ab. Jetzt haben wir einen Gyarados vorn an erster Stelle. Und ich möchte jetzt wirklich das Relaxo gleich fangen. Ich möchte, wenn geht, beide Relaxo erwischen. Ist wieder so eine typische Pokémon-Logik, was wir auch aus einem Comic gelernt haben heute, Piper Girl. Das Relaxo wird schon schlafen, es wird sich anbieten, dass man gleich einen Ball drauf wirft. Und was tun wir? Wir wecken es mit der Pokéflöte auf, damit wir dagegen kämpfen müssen, anstatt dass wir gleich einmal probieren einen Ball werfen. Aber okay. Why not? Ein wildes Relaxo. Weil es das Relaxo nur zweimal gibt und das Relaxo ist im Prinzip eins von den stärksten Pokémon überhaupt. Vor allem, es ist, würde ich sogar sagen, das stärkste Normal-Pokémon, glaube ich, was es in der ersten Generation gibt. Man muss da, seht ihr, das war jetzt ein Kopfnuss vom Relaxer. Ich meine, sicher, wir haben das Problem, dass wir im Gyarados erst auf Level 22 kommen. Ja, das ist so witzig. Was nehmen wir da jetzt am besten für Pokémon? Ich weiß nämlich nicht mehr welche. Könnt ihr da im Status vorher kurz schauen? Ein Fußstrahl ist schon fast ein bisschen riskant, wenn sie sich dann selbst verletzt. Der Dintifax hat ja auch keinen Schlafbuder mehr. Der hat nur einen Giftbuder. Aber der Tackle wird eher meine Wahl sein, weil der wie das Relaxo, glaube ich, nicht erledigen.
So. Das wird's nicht. Wird's nicht richten. Ah. Und ich glaube, es Relaxo beherrscht Erholung. Ja. Ich schmeiße jetzt trotzdem mal mit Präventiv an Pokéball. Das wird nichts bringen, aber. Gott, es schläft immer sofort wieder ein. So, jetzt haben wir gleich wieder einen Superball rein. Das Pokémon Sui natürlich extrem schwer zu fangen sein, das ist eh klar. Also das ist nicht, wo. Das ist kein Pokémon, das einfach so herschenken. Wenn es das nur zweimal gibt. Und so, dadurch, dass es Relaxo dann Erholung beherrscht, hat man natürlich das Problem, dass es ein extrem mühsamer, zehrender Kampf sein kann. Wow. Du, Dintifax, du dich ein bisschen zusammenreißen. Nicht immer so viel Volltreffer machen, Freundchen. Wow. Es ist ja schnell gegangen jetzt. Relaxo wurde gefangen. Huhu, relax. Take it easy. Tagträumer. Ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es. Ich kenne Leute, die sind gleich. Willi W. Oh Mann, fies, aber ja. Das ist eine gute Idee. Willi weh. Willi will's wissen. Haben wir da Leerzeichen? Das ist Leerzeichen? Ja. Willi weh. Willi Wonka heißt das natürlich. Willi weh. Willi weh. Von der Bills PC übertragen. So, da, Freunds. Wir haben ist Relaxo gefangen. Sehr gut. Da speichern wir gleich ab. Und warum ist das jetzt so wichtig gewesen. Jetzt haben wir da die Route frei gemacht. Den Weg kennen wir schon, das ist die Route nach Orania City. Da sind wir maßlos überlevelt, also da hat kein Pokémon eine Chance gegen uns. Logischerweise, weil wir den Ort ja schon früher entdeckt gehabt haben. Ich gehe nur ganz schnell ins Pokémon Center. Und dann geht es weiter in Richtung Fuxania City. Und dann schaue ich, wie weit meine Pokémon leveltechnisch sind. Und überlege mir, ob ich einen Koga mache oder ob ich zurückgehe zu Sabrina. Dass das doch so reibungslos jetzt läuft, hätte ich mir nicht gedacht. Mir kommt vor, inzwischen ist bei den Pokémon-Editionen, oder inzwischen kann ich es gar nicht sagen, weil ich die aktuellen Remakes ja nicht kenne von Perl und Diamant. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es Pokémon fangen nicht dazwischen einmal über die Generationen schwerer war. Ich glaube schon, dass das wesentlich schwerer war. So, da haben wir wieder einen Trainer. Elektrizität ist meine Stärke, das ist nicht gut, weil wir mit dem Gyarados fahren, der als Wasserflug Typ 4-fach Schwäche hat gegen Elektrizität. Ja, gegen einen Voltoball legen wir uns nicht an. Nur dazu, wenn das um 7 Level höher ist als wir. Da hauen wir lieber in Dintifax rein. Aber ich wechsle wieder zurück zum Gyarados, damit der mehr Erfahrungspunkte kriegt. So, da. Und da dürfte ein Angler wohnen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja. Cool, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieß das Anglerleben. Lausi erhält eine super Angel. Die Superangel ist im Vergleich zur Angel super, weil man bessere Pokémon damit kriegt. Die probieren wir gleich aus. Und schauen, ob wir da nicht ein Tierchen fangen, das wir noch nicht haben. Ein Krabi! Das gefangene Krabi greift an. Weh, Krabi, du nicht böse sein zu mir. Das mag ich gar nicht.
Level 15. Haben wir mal einen Deckel rein? Schon wieder ein Volltreffer, dann schafft es vielleicht noch an. Nö. Goldini, das haben wir auch noch nicht. Ich will ein bisschen eine Pokémon müssen wir fangen. Wow! Weil wir brauchen 50 Stück für den EP-Teiler. Jawohl. Schauen wir mal. Weil die Schwanzflosse dieses Pokémon bauschig wie ein Ballkleid ist, nennt man es die Wasserkönigin. Mal, das ist romantisch. Warum kein Spitznamen? Goldini kommt nur auf den PC und wird kein Team. Pokémon, ich meine, der Willi W. auch nicht. Obwohl das schon ein cooles Pokémon wäre. Und Relaxo kann auch, glaube ich, ein paar VMs lernen und die nicht so unwesentlich sind. Wieder Goldini braucht man nicht noch einmal. Das trotzdem besiegen, weil es wieder ein, zwei Erfahrungspunkte sind. Und ist Krabi. Das möchte ich jetzt unbedingt haben. Biss. Es schafft einen Biss. Sehr gut. Und Pokéball. Und Krabi. Ja. Woll. Na, es geht ja wie geschmiert dahin. Schauen wir mal. Ist eine Krabbe überraschenderweise. Krabi setzt seine Schere nicht nur als Waffen ein. Es behält damit beim Gehen die Balance. Brauchen wir keinen Spitznamen. Ich habe schon gesagt, und Kinga ist schon, muss ich sagen, eins von meinen Lieblings-Pokémon, also das. So, jetzt haben wir genau 40 Stück, fehlen noch 10. Vielleicht erwischen wir ein paar davon sogar in der Safari-Zone. Und wir steigen wieder aufs Fahrrad und strampeln uns ab. Hey, wir könnten jetzt eigentlich, weil wir schon dabei sind und es gerade so mit so viel Glück gut läuft, mit unserem Rüdiger, nach Prismania City fliegen und das zweite Relaxo anfangen probieren. Das werden wir machen, Leute. Das machen wir. Relaxo mal 2. Wobei mir das dann noch mehr wurscht ist, wenn wir es besiegen. So. Weil dann kann ich nämlich die Bockeflöte ablegen. Relax, du bist aufgewacht. Ja, du bist ein ganz intelligenter. Und Piper Girl, vielleicht fällt der Spitznamen ein, falls wir das auch noch fangen können. Fürs Relaxo. Snorlax. Ein bisschen vorsichtig sein wieder. Und jetzt schon das erste Mal Erholung angesetzt. Dann hau ich gleich die Indifax rein. Aha. Der macht echt immer super spannend da, die Indifax. Ich gebe da Kopfnuss ab. Jetzt schmeißen wir den letzten Pokéball noch aus, dass wir einen Platz haben. Du verarscht mich! Hey, hast du das jetzt gesehen, Piper Girl? Ich hab gerade mit dem ersten Pokéball ist Relaxo einfach so gefangen. Hey, ich tu da nicht cheaten oder irgendwas. Versprochen. Hoch und heilig versprochen. Okay. Na gut, dann lassen wir das einfach ohne Spitznamen. Nein, kein Spitzname. Tschüss, Billy. Und jetzt haben wir die Option. Was meint ihr, Leute? Danke, danke für den Applaus. Danke. Was meint ihr, Leute? Welche Route nehmen wir? Die Route jetzt da durch habe ich. Da kommt jetzt der Radweg. Da sind ziemlich viele Biker. Oder die Route rechts. Bei Lavandia habe ich, wo wir unser erstes Relaxo gefangen haben. Was ist gescheiter? Ich hätte sogar fast gesagt, wir nehmen jetzt den Radweg, weil dann, der geht nach unten, da sind wir schneller und dann machen wir einfach eine Runde und fahren wieder nach oben. Es wird jetzt sehr, sehr kampflastig, das Ganze. Aber das ist nicht schlecht, wir brauchen nämlich dringendes Training. Die Biker machen wir fertig, passt. Wir werden mit dem Rad fahren. Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Super. So freche Kinder.